Wir haben zusammen mit der Viaktiv Krankenkasse, hat der Ingo Frohböse und wir, die Agentur Fisch im Wasser, haben ein Tool entwickelt, das ähnlich wie der Valomat dafür sorgt, dass du deine eigene Sportart finden kannst. Das heißt, wir haben das Problem, dass viele wollen Sport machen, wissen aber nicht ganz, welche Sportart zu ihren Zielen passt. Das heißt, wir haben jetzt ein Tool entwickelt und das spielen wir jetzt einmal durch und schauen mal, was dann bei dir rauskommt. Was haben wir denn da? Adrenalin, Funde purzeln lassen, fitter werden, Muckis, Leute kennenlernen und Sport als Akku aufladen. So, nehmen wir mal, kann ich einfach hindrücken? Du kannst einfach, ist ein Touchscreen, genau, einfach drauf. Insgesamt fitter. Und dann noch ein zweites aussuchen. Ich will ein bisschen Muckis aufbauen. Genau. Wie wendig bist du? Ja. So. Wir haben dazu auch immer Antwortmöglichkeiten, indem wir Antworten ein bisschen einfacher machen. Okay. Kleine Beschreibung, locker und lustig formuliert, damit wir das Ganze auch für die breite Masse natürlich am Start haben. Probieren wir durch Menschenmassen. Perfekt. Genau. Kannst du dich fokussieren, konzentrieren? Das können wir doch. Ja. Drei Pfeile, naja. Bist du ein Teamplayer? Auf jeden Fall. Ups, nicht den ganzen Bildschirm. Ja, vielleicht so. Nehmen wir es doch mal so. Magst du den sportlichen Wettkampf? Auf jeden Fall. Wenn ein Ball ins Spiel kommt, dann bin ich der Erste, der hinterher rennt. Auch wenn die Taktik zu wünschen übrig lässt, aber wenn Musik gespielt wird, dann tanze ich und drehe sie laut auf. Optimal. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber so. Wenn ich ins Wasser soll, bin ich auch sofort dabei. Wenn es regnet oder schneit, dann rolle ich mich in meiner Decke zusammen. Ja, nur die nötigsten Wege, das klingt ganz gut. Ah, okay. Wenn es zur Sache geht, dann, was haben wir denn hier? Mache ich meine Sportsachen direkt wieder ein oder hole ich mir auch mal einen blauen Fleck. Ich glaube, das klingt nicht verkehrt. Vielleicht bist du gleich bereit, was für deinen Sport zu bezahlen? In gewisser Weise ja, aber eigentlich nicht. Naja, doch, eigentlich schon. Bist du einen festen Termin Sport machen? Oh, nein, auf gar keinen Fall. Genau, musst du noch einmal oben das Geschlecht, wahrscheinlich männlich in dem Fall. Genau. Männlich, und genau. Dein Alter noch kurz angeben. Dann nehmen wir doch mal die 25. Fertig. Deine drei Top-Sportarten kriegst du ja angezeigt. Das heißt, Nummer 1 wäre jetzt Indoor-Krafttraining, Nummer 2 wäre Outdoor-Krafttraining und Nummer 3 wäre Radsport-Mountainbike. Wir haben dazu noch Platz 4 bis 6. Das wäre jetzt in dem Fall Radsport, Rennrad, Kanu und Squash. Trifft ziemlich gut, ehrlich gesagt, was ich tatsächlich selbst auch ausübe, bis aufs Kanu. Ja, weil du fährst Fahrrad. Ich fahre Fahrrad den ganzen Tag überall hin. Ich spiele Squash mit am liebsten neben Fußball. Und Krafttraining wird halt meistens im Eigengewichtsbereich zu Hause praktiziert, aber interessant. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist jetzt, es hört jetzt nicht dabei auf, dass du sagst, oh, ich weiß jetzt, welche Sportart meine ist, sondern ich kann mir jetzt die Sportarten auch noch entdecken. Das heißt, wir haben für den Start dann auch direkt Übungen, das heißt, wie fange ich eigentlich an? Ja, das heißt, so machst du dich fit für den Start. Ein paar Übungen, okay, was brauche ich, um diese Sportart auszuüben? Und vor allem, was uns am wichtigsten war, wir haben eine Suchmaschine. Das heißt, wo man diese Sportart auch betrachtet. Das heißt, jetzt gerade beim Kanufahren zum Beispiel ist jetzt in Köln natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, du gibst hier deine Postleitzahl und deine Stadt an. Das heißt, du könntest jetzt deine Postleitzahl angeben, wenn du schnell genug bist. Dann auf Vereine suchen gehen und kriegst dann im Optimalfall, je nachdem, für welche Stadt du das jetzt angegeben hast, bei spezielleren Sportarten wird da so deine erste Anlaufstelle quasi vermittelt. Das heißt, du könntest jetzt dann, wenn du jetzt zum Beispiel bei Stand-Up-Paddling, haben wir das in Köln zwei Stationen, dass du jetzt den ersten Kontakt zu Stand-Up-Paddling hast, das heißt, du weißt, wo die Stationen sind und könntest dich dann bei denen melden und sagen, hey, ich hab mal Bock. Okay, einfach, cool. Um das ein bisschen zu machen. Zusätzlich dazu haben wir natürlich noch das Newsletter-System. Darüber würdest du immer monatlich auch neue Informationen bekommen zu der Sportart, die du gewählt hast. Du würdest weitere Einstiegsübungen bekommen. Was natürlich auch mal schön ist und würdest über Neuerungen informiert werden, weil natürlich immer wieder Sportarten auch hinzugefügt werden. Wir sind jetzt bei 50 Sportarten, ist natürlich geplant, auch weitere Sportarten hinzuzufügen, sowas wie Spikeball, was jetzt neue Trendsportart ist zum Beispiel. Genau. Also auch Außenseiter, eher ein bisschen Außenseitersportarten. Genau, es geht auch darum, klar, du hast jetzt natürlich sowas wie Radfahren gehabt, es geht uns natürlich aber auch darum, in irgendeiner Form neue Sportarten aufzuzeigen. Ja. Gibt es das Ganze auch also als App für alle das Geräte ist, oder ist das noch online? Als App leider noch nicht, aber die Online-Seite aktivomat.de ist seit 14 Uhr, seit 16 Uhr, seit 4 Uhr, online. 16 Uhr online, seit heute. Okay, cool.
Kann man das Ergebnis auch irgendwo speichern und dann quasi immer mal wieder draufschauen? Oder aus, müsste Datenschutz, man immer den aus Datenschutzgründen, nicht. Das ist natürlich gerade im Mai, haben wir eine neue Datenschutzverordnung oder bekommen eine neue Datenschutzverordnung, wird natürlich das Ganze nicht gespeichert. Das heißt, es wird kurzzeitig gespeichert auf den Cookies, einfach im Backend, damit wir das Ergebnis generieren können, aber es wird nicht langfristig gespeichert, weil also aufgrund von sobald du den Start neu machst, musst du es komplett neu machen. Genau. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Das ist ein guter Einstand und dann schauen wir mal, ob ich da vielleicht noch das eine oder andere ausprobieren kann. Mach das, sehr gerne. Danke. Und das war wirklich interessant zu sehen, ganz einfach zu handhaben, ein paar Fragen, man konnte genau einstellen, wo die Vorlieben sind, das war witzig gestaltet mit kleinen Slogans, je nach Wahlmöglichkeit, die man ausgewählt hat, um sich einfach besser zu orientieren. Und das Ergebnis fand ich auch sehr interessant. Zum einen ging es sehr stark in die Richtung von Sportarten, die ich tatsächlich auch gerne ausführe. Fußballspielen, Squash war zum Beispiel dabei. Und zum anderen war aber auch so eine kleine Überraschung, wie zum Beispiel Kanufahren mit dabei. Und das zeigt einem einfach nochmal auf, okay, was gibt's vielleicht auch für ein bisschen Randsportarten. Aktuell sind ja, glaube ich, nur 50 Stück in dem System drin. Und da kommen aber immer mehr dazu. Sprich, irgendwann wird es soweit sein, dass man dann wirklich auch kleinste oder kleine Sportarten bekommt, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gibt man dem Ganzen einfach mal eine Chance und sieht, ob es dann auch wirklich passt. Ich freue mich drauf. Ich werde mir irgendwann mal ein Paddel in die Hand nehmen und schauen, ob mich das vielleicht für den nächsten Kick bereit macht. Mal sehen.